Hallo, hier ist wieder Mützband XY, einfach mit Sie. Jetzt geht's weiter mit Skriptmechanik. Teil 25. Wir haben ja dummerweise, ihr merkt immer, wenn was Blödes passiert ist, sind es wir. War teuer. Dummerweise das Auto abgeschnitten. Man ihn nehmen. Doch, müssen wir ja nehmen. Okay. Was fehlt? Meine Doppelsäge schon bauen. Setzen. Habe ich nicht eigentlich zwei von den Federn gebaut gehabt? Wenn ja, wo ist das hin?
Komisch. Drüben kommt einer. Ich habe zwei gemacht, ich trottel. Ich habe diesen noch nicht steckbar. Nee. Okay. 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 Ja. Okay. Glaube, ich möchte wieder einkommen.
Mal, ich habe ja noch eine Idee. Wollen wir das Ding dann drehen? Ah. Da kommt Nachschub. Wie mein Auto kaputt machen, ich hau dich. Aber ich hab dich noch nicht kaputt lassen. So. Ja, das klappt. Ist das geil oder ist das geil? Ich wollte es nicht sagen, aber es ist geil.
Das klappt ja wie am Schnürchen. Noch mal so einbauen. Das klappt ja. Okay. Jetzt gehen wir mal auf Fangorgie hier. Mal mit der Säge die Mellen auch durchsägen kann? Kann man die sägen? Nee, kann man nicht. Okay. Ja, brauchen wir noch so in 30 brauchen wir davon. Okay, das kommen wir ja hin. So ist es ja auch nicht. Besser, wenn wir zwei machen. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Da ist eine Kuh. Die macht Mu. Das lässt sich besser fahren, als wie mit der indirekten Federung. Okay. Nur mit dem Gas geben, da hat er ein bisschen Probleme. Mit dem Losfahren. Ich drücke nach vorne, nicht passiert. Rückwärts fährt er wieder los. Ich muss erst rückwärts drücken, um vorwärts fahren zu können. Komm, wir holen uns noch ein paar Lampen dazu. Okay. Nochmal noch. Eine Klimaanlage brauchen wir nicht. Okay.
Oh, hier ging es mal weiter. Wo war denn überhaupt der große? Ach, da drüben. Da war das. Erst noch ein Bienenstock. Geht nicht kaputt damit. Okay, mit der Säge gehen die nicht kaputt. Na gut, das ist eine Holzsäge, ne? Mit dem Steinbohrer ging das, glaube ich, auch nicht. Okay, wie kommen wir jetzt hier runter? Ja. Wir fahren erstmal großzügig bitte nach links. Nein. Aber ich denke mal, das machen wir erst am nächsten Teil. Ich sage erstmal Tschüssi und bye bye, euer Mölzi.